Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei Sofa Gaming. Und ich bin der Seka und habe jemanden dabei, und zwar den Kundrand. Ja, wir spielen Skylanders Swap Force auf der PS4. Haben wir, als die PS4 ganz neu war, schon mal drüber getwittert und haben da auch unsere Figurensammlung. Richtig schöne Bilder gezeigt. Genau, die ist mittlerweile ein bisschen noch gewachsen. Wobei wir nicht alle, oder mir gehört ja das Spiel, ich habe nicht alle. Ja, richtig, aber ich würde sagen, wir stürzen einfach mal rein. Wir spielen das Ganze auf Deutsch. Ich habe extra meine geheiligte PS4 auf Deutsch umgestellt für euch. Er musste weinen. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Und haben auch Untertitel an. So, ja, Speicherplatz kann ich überschreiben, weil da noch nichts drauf ist. Sei gegrüßt, Portalmeister. Ich bin Ion und ich werde dich auf deiner abenteuerlichen Reise begleiten. Dies sind die Skylands. Eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt von den größten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Ich habe lange über die Skylander gewacht und sie angeführt. Aber das ist nun deine Aufgabe. Und jetzt hilft dir dabei die Swap Force. Die Swap Force war eine Spezialeinheit von Skylandern, deren Aufgabe es war, die Wolkenbruchinseln zu verteidigen, die Heimat eines magischen Vulkans. Alle 100 Jahre vereinen 4 alte Elementarwesen ihre geballten Kräfte im Innern des Vulkans, erzeugen eine gewaltige Eruption und erneuern damit die gesamte Magie in den Skylands. Doch wo auch immer mächtige Magie ist, da lauert auch große Gefahr. Bei der letzten Eruption wurden die Elementarwesen von Dienern der Finsternis angegriffen. In dieser dunklen Stunde eilten die Skylander zur Hilfe. Nach einem epischen Kampf saßen die Helden auf dem Gipfel des Vulkans fest. Die Skylander konnten nicht entkommen und die magische Energie der Eruption verlieh ihnen eine neue Kraft und machte sie zur Swap Force. Aber die Explosion trug sie weit von den Skylands fort. Zu dir. Gerade rechtzeitig. Die Skylands brauchen Hilfe. Ein großes Abenteuer liegt vor dir, Portalmeister. Sieh her. Die große Eruption des Wolkenbruchvulkans. Wunder, Magie und Abenteuer warten. Ah, das sage ich dir, Hugo, das wird spektakulär. Ich weiß, Flynn. Du wirst aus erster Hand sehen, was seit 100 Jahren keiner mehr gesehen hat. Genau. Ich habe extra diesen Vulkanhut gekauft. Ist das Flynn? Rutsch rüber. Oh, hallo, Kelly. Vermisst du mich schon? Ehrlich gesagt, kaum zu glauben, dass ich das sage. Aber ich... Ah, mein Hut! Tut mir leid, muss los. Adios, toller Vulkanhut. Gute Reise. Wow, was war das? Ich bilde es mir wohl ein. Eine Sekunde lang klang es wie... Ein riesiges Huhn! Bist du ein Skylander? Nun nein, nicht direkt. Ich kenne sie, aber... Oh nein, sie haben uns... Hör zu, es geht um meine Heimat. Wenn du die Skylander wirklich kennst, musst du mir helfen. Nun, eigentlich bin ich ja im Urlaub, aber zur Gefahr sage ich niemals nein, also... Okay, Gefahr sieht. Wo geht die Reise hin? Direkt in den Vulkan. Dort schütteln wir sie ab. Ich will ehrlich sein, das schwebte mir nicht vor. Schon okay, ich kenne den Weg. Glaub mir. Na, dann wollen wir mal schön festhalten, Fuchsi. Ich zeig dir gleich mal, was ich drauf habe. Boom!
Ja, das ist quasi hier die eierlegende Wollmilchsau von Activision, wenn man so will. Oh ja, ich habe keine Ahnung, Geld damit. Es ist soweit, Portalmeister. Genau, hören wir erstmal zu. Wir haben jetzt hier so ein Portal stehen, was an meine PS4 angeschlossen ist. Und dann können wir jetzt eben diese Figuren draufstellen. Das ist meiner. Ich stehe auch mal eben bei. Genau, Spieler 2 setzt jetzt auch seine Figur da drauf. Wir swappen die erstmal noch nicht. Ich schnappe zu. Sondern lassen die erstmal so. Die Steuerung überhaupt nicht mehr. Wir haben das schon mal gespielt. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, deswegen haben auch manche der Figuren schon so ein bisschen Upgrades. Meiner noch nicht, weil mit dem haben wir unter anderem mehr. Mit dem haben wir noch nicht gespielt. Genau, aber deine. Drücke Angriff, um das. Genau, also nochmal kurz zu dem Konzept der Eiligen wollen nicht so. Diese Figuren sind sauteuer, wenn man so will. Und man möchte aber immer mehr davon haben, weil die haben die Fähigkeiten, aber man die Geld kombinieren kann. Wir müssen sie ausmanövrieren. Und das ist halt ja, von Activision echt richtig gut gemacht. Ja, dazu muss man sagen, es ist auch schon das dritte Spiel. Also es ist keine Erweiterung, sondern ja, es hat halt immer eine komplett neue Story. Man kann die alten Figuren beim neuen Spiel benutzen, aber natürlich kommt immer was dazu, was man ja irgendwie dann neu braucht. Das war zum Beispiel im ersten, das ist halt einfach neu gewesen, klar, da braucht man dem noch nichts Besonderes. Da waren es einfach ganz normal die Figuren. Danach. Sammeln wir einen Shit ein hier. Ja, ich bin doch dabei gewesen. Das klingt nach einer super Idee. Ja, das hieß Spyro's Adventure. Hat also so ein bisschen mit Spyro, von dem es ja auch schon einige Spiele davor gab, zu tun. Die Charaktervorstellungen sind auch mal geil. Danach kam Giants. Und wie der Name schon sagt, ja, gab es dann eben Giganten, so gesehen. Also größere Skylanders. Die werden wir auf jeden Fall zwischendurch auch noch sehen, weil da haben wir natürlich auch einen. Denn das Besondere, natürlich braucht man auch in den Spielen dann immer welche aus dem Vorgänger. Wenn man alles machen will, man braucht ja nicht, um das durchzuspielen, richtig, sondern... Fürs Durchspielen braucht man tatsächlich eine Figur. Beziehungsweise beim Starter-Set sind drei dabei und dementsprechend mit den drei kann man das Spiel durchspielen. Und ja. Diese komische Kasper da, dieser Luftpirat, das ist sozusagen das Bindeglied. Immer in der Story. Das sind aber nicht wir. Hier spricht der Captain. Nee. Wir sind da. Drachenfedern, bist du okay? Ich habe noch nie so einen Absturz gesehen. Ich weiß. Beeindruckend, was? Eigentlich war es ein streng geheimes, unglaublich komplexes Manöver. Zum Glück bin ich der beste Pilot in den Skylands. Captain Flynn, stets zu Diensten. Ja. Wie bitte, Miss... Tessa. Ich bin Tessa. Klar bist du das. Also, was ist dein Problem, Tessa? Mein Dorf wurde angegriffen, genau vor den Vulkanfeierlichkeiten. Es ist nicht weit. Komm schon, ich zeig's dir. Hey, cool bleiben, Missy. Ich gehe nirgends hin ohne mein Schiff. Ein guter Captain tut das nie. Hey Skylander, hier drüben. Genau, also er ist quasi unser Kumpel und kann uns rufen. Okay. Und ja, es gibt Collectibles, die wir sammeln können in den Leveln immer. Man kann das halt. Ich glaube, es ist nur zwei Spieler Koop. Ja, man kann es zu zweit. Wahrscheinlich ist mehr Platz auch nicht einfach auf dieser Plattform. Nee, es können tatsächlich dazu vielleicht zur Technik gerade noch so ein bisschen. Bei den Vorgängern konnte man so gesehen drei Chips lesen. Ich kann nicht glauben, dass ich mit einem richtigen und Skylander das spreche. Neue wow. Okay. Kann fünf. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, Tessa. Hör zu, wir müssen so schnell wie möglich nach Holzhausen. Die Greebles, die uns angegriffen haben, machen noch immer Ärger. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Ich sagte doch, ich werde mein Schiff nicht verlassen. Sieh dir das alte Mädchen doch nur an. Das wird nie wieder werden. Jetzt sorge wenigstens dafür, dass ihr Opfer sich gelohnt hat. Keine Sorge, ich lasse es in die Stadt schleppen. Geh du vor, Skylander. Folge einfach dem Weg. Er führt dich direkt nach Holzhausen. Ja, dann auf nach Holzhausen. Ja, um das andere gerade noch zu beenden. Also davor, wie gesagt, so ein Portal konnte drei Chips lesen. In jeder Figur ist ein Chip drin. Das heißt, man hatte natürlich drücke auch da schon den Koop-Modus. Um über Hindernisse zu springen. Und
ja, dementsprechend brauchte man natürlich dafür schon mal zwei und dann gab es immer noch Bonussachen, die man dazustellen konnte, was wir auch nochmal zeigen werden. Da braucht man dann halt das dritte für. Bei den Swap-Force-Dingern ist es jetzt so, die haben, man kann sie ja swappen, deswegen heißen sie so, und haben so an sich dann schon zwei Chips drin und dann eben dieses Bonus-Ding kommt dann noch ein dritter Chip dazu. Dementsprechend, ja, fünf Chips, die ich lesen kann, und das heißt, man könnte es gar nicht irgendwie mit mehr spielen, weil dieses Portal es jedenfalls aktuell nicht kann. Ich weiß nicht, was im nächsten dann kommen wird. Das nächste ist auch ganz gut machen. Bitte hilf mir aus diesem Käfig raus, Skylander! Es ist auch schon ein neues angekündigt. Wow! Ja. Ein waschechter Skylander! Tessa hat dich gefunden! Oh oh, das klingt nicht gut. Und abwärts. Hätten wir jetzt wahrscheinlich Shit mitnehmen können schon? Weiß ich gar nicht. Wenn wir verpasst haben? Ja, hundertprozentig. Danke, dass du mich rausgelassen hast, Skylander. Ich hab nämlich Platzangst. Oh nein! Das ist eins von diesen Kampftoren. Wir sitzen hier fest, bis du alle Gegner besiegt hast. Ja, wie die Gegner da! Hol sie dir, Skylander! Drücke Angriff, um die Jumpies zu besiegen. Ja, alles am Anfang natürlich so ein bisschen Tutorial-mäßig. Stufenaufstieg, ich fühle mich stark. Und genau, man kann die Viecher leveln, wie wir gerade gesehen haben. Das ist unten dieser blaue Balken, das ist quasi die XP-Anzeige. Über die HP und dann sind da noch unsere Goldmünzen, die wir eben für Upgrades an den Chars ausgeben können. Man kann halt immer diese Swap Force, hat das Besondere, haben wir im Intro schon gesehen, ein Oberteil und ein Unterteil kombinieren. Das heißt, wir könnten jetzt quasi auch tauschen. Werden wir sicherlich gleich auch noch irgendwann mal machen. Bestimmt. Oh nein! Hast du überall noch Shit, den du liegen lässt? So, naschen. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel Stand jetzt schon 1 von 3, das heißt von diesen Truhen können wir 3 finden, die sind jetzt nicht so gut versteckt. Andere sind dann zum Teil ein bisschen besser versteckt. Whiskers, wie haben sie dich erwischt? Das werden mir diese Griebels büßen. Die Griebels sperren diese bemitleidenswerten Wesen in Käfige. Was wollen sie nur mit ihnen? Das lasse ich nicht zu. Geh du nach Holzhausen, Skylander. Ich hole die Leute aus den Käfigen raus. Ja, ihr merkt schon, das ist ja eine sehr kindergerechte Story. Was? Hallo, die Fangnahmen und Sklaverei und... Definitiv die Zielgruppe. Du gehst weiter nach Holzhausen, Skylander, und ich hole sie aus dem Kiel. Also genau das Richtige. Ja, auf jeden Fall. Das macht einfach unglaublich Laune, dieses Spiel, auch wenn... Ja, weil es halt auch diesen mega Sammelfaktor hat, dadurch, dass man diese ganzen Figuren haben will. Entwickler ist übrigens Vicarious Games. Und noch verschiedene andere, die daran beteiligt waren, aber Vicarious Games ist der Hauptentwickler. Da sind die einfach an einem Spiel beteiligt gewesen, die anderen. Ich glaube, außer einem Mobile Game, das haben sie nicht gemacht. Der Rest kommt von hier. Ja. Ja, 5 verlorene Dinge. 2 von 5. Das ist überhaupt, das ist keine Levelanforderung. Denk dran, Portalmeister, du kannst deine Skylander jederzeit wechseln. Du bist genau in die Falle getappt. Was? Achso, das war mein. Ja, dein Kerl hat da gelabert. Ja, heißt jetzt Schöpfchen. Ein echter Skylander. Wir sind gerettet. Wenn du den Haken da lösen könntest, kämen wir sicher aus den Käfigen raus. Er hat ja gerade schon gesagt, wir können jederzeit wechseln. Gib mir einfach mal gerade wen anders. Komplett anders? Naja. Wen hättest du denn gerne? Einfach greift dir irgendwas und dann gucken wir mal. Genau, jetzt haben wir den Einfunkportal runtergenommen und stell jetzt einfach mal wen anders drauf. Ach komm doch. Wenn du irgendwann mal da bist. Ja. Falls man mich da zwischendurch nicht so gut hört, ich muss natürlich mich immer so ein bisschen zu dem Portal begeben. Und entsprechend nicht direkt ins Mikrofon rein. Den Genie ist eben ein Giant. Giant, wie man schon sieht. Ich bin etwas größer als du jetzt. Ein bisschen. Und du hast eine Mütze auf. Genau, ich habe eine Mütze auf, die ziemlich bescheuert aussieht, aber can't be helped. Ja, ich wollte gerade hier was kaputt machen. Ja, Mützen sind auch mehr oder weniger Collectibles. Oder was heißt mehr oder weniger? Sind Collectibles und ja, wenn man die halt sammelt, dann kann man die aufsetzen. Wir helfen dabei, die übrigen dieser armen Wesen zu befreien. Verschiedene Boni dadurch bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was der Hut genau macht, aber ja, höher springen kannst du auch nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist voll unfair. Ja,
Genau, und man hat, um bestimmte Level-Sachen schaffen zu können, oder so Nebendinger, ja, die kann man auch sehen, dann braucht man halt bestimmte Charaktere. Einfach. Du kannst mich nicht besiegen. So, jetzt haben wir einen Schlüssel dabei, der macht da vorne das Tor auf. Zack. Ja, da links haben wir zum Beispiel schon was. Genau. Sieh her, Skylander! Diese Elementartore sind überall auf den Wolkenbruchinseln zu finden. Sie warten hier schon seit fast 100 Jahren auf eure Rückkehr. Die Legende besagt, dass die magischen Tore sich nur für Skylander mit dem passenden Elementsymbol öffnen. Das ist ein Lebenstor. Es öffnet sich nur für Skylander mit dem Lebenselement. In Wolkenbruch gibt es auch Dual-Elementartore zu finden. Um sie zu öffnen, brauchst du beide passenden Elementsymbole. Es ist ganz egal, welche Swapforce-Teile passen. Die Elemente können sogar auf zwei verschiedenen Skylandern sein. Ja, dann hau mal rein. Ja, das nochmal kurz dazu. Wie gesagt, es sind ja drei in der Starter-Paket gewesen. Und Wasser. Und das sind zum Beispiel jetzt genau die drei Elemente gewesen. Du brauchst einen Lebensgeist. So, ich wechsle mal ganz kurz. Genau, da brauchen wir jetzt nur ein Element, nämlich nur eben Leben. Richtig, und. Leise, aber tödlich. Ich lasse mal für das Level einfach ganz kurz drauf, was wir hier machen. Ja, was er eben schon sagt, in Wolkenbruch. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Zum Glück ist ein Skylander vor Ort. Meine drei Schafe sind abgehauen und haben sich in Stachelweiden verfangen. Ich trau mich nicht durch diese Disteln durch. Wäre echt nett von dir, wenn du die Schafe für mich befreist. Okay, Junge. Ja, hier gibt's jetzt eben diese Doppeltore. Was eben dann es möglich macht, wenn man es alleine spielt, braucht man dann eben immer die Swapforce-Dinger, um dann das zu kombinieren. Wenn man alleine unterwegs ist, wenn man zu zweit unterwegs ist, wie wir jetzt, kann man halt auch einfach, ja, zwei Figuren draufstellen, wo das dann passt, was er ja auch schon in der Erklärung gesagt hat zu den Toren. Genau, und in den Gebieten sind immer eine bestimmte Art von Viech stärker. Skylander! Nehmt ihn ins Visier, Grievous! Halte die Skylander davon ab, unsere Leckerbissen zu klauen! Ich muss gestehen, auf Englisch klang es weniger kindlich, kann das sein? Ja, das ist korrekt. Das ist halt, hier sieht man doch stärker die Zielgruppe. Also auf Englisch? Ja gut, auf Englisch wird produziert, also da klang das... Ja, die Zielgruppe... Du kannst mir glauben, die Zielgruppe sind trotzdem Kinder. Nein, die Zielgruppe. Mitte 20. Die Zielgruppe hat gar nicht... die Kinder haben gar nicht das Geld dafür. Ja, die Eltern der Kinder, aber die jeden Bullshit kaufen. Also es ist schon klar dafür ausgelegt, dass man möglichst viel Kohle dafür ausgibt. Muss man einfach mal ganz krass so sagen. Gar nicht. Wie gesagt, wenn man einmal damit angefangen hat, das ist wie Pokémon, man möchte dann einfach alle haben. Ich hatte nie alle Pokémon. Das ist ganz schön traurig. Wow, danke Skylander. Hier ist eine Kleinigkeit, um deinen, Kopf warm zu halten. Auf dem Weg nach Holzhausen. Genau, der gibt uns jetzt halt so eine Mütze. Geschenk. Ja, was wir vielleicht auch noch sagen können, diese Spielstände bzw. die Münzen werden direkt auf den Figuren gespeichert. Nicht auf der Konsole, auf dem Spielstand, sondern ja, direkt auf der Figur und dementsprechend hatten wir jetzt auch schon Hüte. Genau. Und hier sieht man halt, das ist der Hut, den deine Figur momentan auch aufhat. Nämlich die Sachen, da sind einfach drei Werte manchmal drauf. Das sind einfach Boni. Nehme ich die gerade nicht aufsetzen, ich habe schon was auf. So, dann kannst du mir jetzt mal hier Feuer und Wasser zusammen kombinieren. Ich kann auch einfach mal wieder wechseln. Sind Skylander des Feuerelements hier stärker. Soll ich Feuer und Wasser kombinieren. Genau. Nur Skylander der Elemente Feuer und Wasser können dieses Tor öffnen. Man sieht jetzt hier, in dem Gebiet wäre Feuer stark im Moment, in dem hier vorne und da drüben halt dann sicherlich nicht mehr, weil dann der auch Wasser zukommt. So, was du mir gebaut hast. Die haben dann auch immer andere Namen eben aus dem Ober- und Unterteil, wie sich das zusammensetzt. Holzbein. Das ist ein Wash-Zone. Fieger Typ. Genau. Es haben auch immer die Dinger unterschiedliche Fähigkeiten. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Genau, also mein Oberkörper wäre hier stärker. Die Oberkörperattacke ist immer die Viereck-Taste. Da sind wir eigentlich so schwarz. Weil der Schatten ist. Okay, ja. Das macht Sinn. Und Kreis ist dann eben die Fähigkeit der Füße, wenn man so will.
schon einfach durchlaufen. Okay, ja, ich erinnere mich nur daran, dass es später immer nicht mehr so ist. Oh, dass man dann nämlich die aber aufs Maul kriegt von irgendwelchen Sachen, wo man so durchdingert. Tatsächlich wird es zwischendurch auch mal richtig tricky, das Game. Ja. Jetzt nicht übermäßig schwer, aber muss schon ein bisschen überlegen. Übermäßig vielleicht nicht, aber also. Wir haben es geschafft zu sterben. Ja. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Zu dem Spiel, was für, weiß ich nicht, 8-Jährige ausgelegt ist. Es geschafft haben, drauf zu gehen. Ja, 8-Jährige sind, glaube ich, mittlerweile so besser als wir. Ja, zum eigentlichen Upload, also ich bin ja momentan bei Selka zu Hause und deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was aufnehmen und mal schauen, wie wir es hochladen werden. Das heißt, es wird jetzt nicht am Stück das gesamte Spiel kommen. Die Flut ist mit mir! Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal gut was zeigen und vielleicht dann, wenn wir damit durch sind und wir uns dann das nächste Mal treffen, weiter aufnehmen. Aber das werdet ihr dann, denke ich, sehen. Ob täglich Folgen kommen oder vielleicht auch alle zwei. So, das haben wir jetzt auch schon gelöst. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Ich meine ganz schön langsam. Du bist doch stark, Skylander. Du kannst die Blöcke einfach wegschieben. Auf jeden Fall. Boah, sind wir stark. Es ist toll, Skylander in der Nähe zu haben. So, und hier finden wir was Tolles. Oh ja. Nämlich einen Seelenstein. Für Popthorn, der dann eine neue Kraft bekommt. Bitte ja. Den haben wir übrigens auch. Ja, den gab es beim Bonuslevel. Beim Kaufen des Bonuslevels dazu. Was sie natürlich auch machen, um weiter Geld zu verdienen, Bonuslevel. Genau, wo dann Viecher nochmal neue Fähigkeiten bekommen. Also es ist wirklich halt echt die eierlegende Wollmilch so. Nee, also das Bonuslevel ist ja hauptsächlich einfach noch ein Level dazu. Ja, aber so die Fähigkeiten. Achso. Meine ich. Und die DLCs, natürlich gibt es ja noch. Es ist ein Activision-Spiel, natürlich gibt es DLCs. Also. Cool. Ist halt schon echt krass, wie viel Geld die damit machen. Wo wir bei Geld machen sind. Ich habe die Tage mal überlegt, wieder, was ich alles an Panini-Bildern damals hatte. Also so WM-Sachen, wo wir jetzt ja kurz vor der WM stehen. Gibt es ja jetzt auch gerade wieder und das macht jetzt Lidl ganz geschickt, die verschenkt momentan so Zweierpackungen, um da so ein bisschen anzufixen. Okay. Das ist immer in der Computerbild und so eine Packung ist am Anfang. Okay. Stufenaufstieg. Nicht mit meinem Sendungsmenü ansehen. Dix der Molkin sagte, dass der Ausbruch des Wolkenbruchbergs zu den spektakulärsten Ereignissen in den Skylands zählt. Außerdem spekulierte er, dass man erblinden könnte, wenn man ihn zu lange anstarrt. Ja, heftige Speculation und so. Ganz schön brutal, das wird für Kinder. Versuch dich ruhig auszureden, es wird halt nicht funktionieren. Das ist eine Swap-Zone. Wenn die Beine eines Swap-Force-Skylanders zum Symbol passen, so wie hier, erhalten sie eine Superladung. Das ist ein Raketensymbol. Die Herausforderung ist also für einen Skylander mit Raketenkraft. Zeig's ihnen, genau. Skylander! Das sind halt diese Nebendinger, die man halt nur machen kann, wenn man bestimmte Skylander hat. Und deswegen ist halt dieser Reiz da, alle zu holen. Naja, die verschiedenen davon jedenfalls. Ja, das sind für mich alle. Wie ich schon mal sagen kann, es fehlt nur noch einer davon. Ja. Das heißt, ganz schön besucht ist und so. Ja, du hast auch direkt den richtigen. Ich würde sagen, da die Level prinzipiell immer gleich sind, zeigen wir das da. Ich weiß nicht, ob wir es immer zeigen. Nur ein Swap Skylander. Zumindest auf jeden Fall jede Fähigkeit einmal. So, das wird jetzt auch irgendwie aufgeteilt. Also im Korb haben wir beide irgendwie Fähigkeiten hier. Ja, du fliegst und ich kann die Ringe größer machen. Genau. Dachte ich. Achso, du warst wahrscheinlich durchgeflogen in dem Moment, in dem ich gedrückt habe. Unglaublich. Ich habe jetzt allerdings so ein Zeitlimit. Wichtig ist, dass ich hier diese Herzen kriege. Dass ich die Möglichkeit alle bekomme. Gut gemacht!
Ja, zwischendurch gibt es noch mal so ein bisschen Leben dazu, wenn man gegen eben eine Bombe geflogen ist. Und treiben wir Elektromucke dazu. Auf jeden Fall. Hallo? Fuck. Hallo. Irgendwie. Ja, Hitboxen. Dankeschön. Jetzt ein bisschen Gas geben. Gute Arbeit! Das ist, so. Das ist gar nicht so einfach. Ich sehe ihn nicht besser noch nicht. Oh Gott. Ja. Irgendwo war das Herzding noch, oder? Ja. Kann ich nicht größer machen. Easy. Easy ist super! Ja, also alle drei Herzen gesammelt. Das ist immer das Wichtige eigentlich daran. Genau, ich kann eben in der Hauptstadt, die es gibt, dieses Holzhausen, kann ich die später diese Herausforderung nochmal spielen, also nochmal nachspielen, um da die Sterne zu kriegen. Genau, da sind jetzt die drei und da kommen jetzt diese Rubine raus. Und noch ein Hut. Gesundheit. Dankeschön. Habe ich eh schon auf. Stimmt, den hast du auch. Ja. Ja, ich glaube, wir haben damals einfach die Hüte so nach und nach aufgesetzt. Da bist du ja, Skylander. Vergiss nicht, dass Holzhausen noch immer deine Hilfe braucht. Benutze diese Ranken, damit du schnell dorthin gelangst. Ich gehe zurück und hole Flynn. Ich setze die Segel! Jetzt gibt's hier diese lustige Lianenfahrt. Ranke, wenn ich bin. Warum auch immer, wenn ich einfach auf diesem hässlichen Vogelland fliege. Ich kann uns doch nicht fragen. Wie auf einmal. Außerdem hab ich ohnehin Raketenschuhe. Du bräuchtest das hier gar nicht. Wir haben einen Kontrollpunkt. Yeah. Dazwischendurch das Obst oder was auch immer, also das Essen gibt immer Leben noch zurück. Genau, ist einfach Heil-Items. Jo. Das sieht nicht nett aus. Kleine, eigenartige Viecher. Chompy-Spucker! Chompy-Spucker. Kennt ihr nicht? Das sind Dinge so. Dein Schiff ist ausgelaufen! Kann man hier noch runter? Ja, hier geht's immer noch. Ja, warte. Das hier eben mitnehmen. Ja, man sieht dazwischen immer so ein Band, wir können uns nicht ewig weit voneinander entfernen. Genau, irgendwann ist da Ende. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Haben wir schon gesehen, dass wir wieder so einen Seelenstein bekommen. Dann gucken, ob hier noch was. Die normalen Nachtbüsterstämme sind gar nichts, oder? Die Pötte hier weiß ich jetzt gar nicht. Da ist was drin auf jeden Fall. Eben war nichts drin auf jeden Fall, keine Ahnung. Da oben ist noch so ein Ding. Ja, da müssen wir gleich hin. Wie machst du das jetzt wieder zurück? Weil wir da oben noch hin müssen. Ja, da brauchen wir das Ding noch nicht mehr, oder? Sind wir dann wirklich erst rüber? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Ich glaube schon. Magna Charge. Ja? Für dein Unterteil. Nein. Ah nein, stimmt gar nicht, hast recht. Aber das ist einer, auf jeden Fall einer meiner Lieblingscharaktere. Dieser Magnet-Junge mit der Laserkanone. Der hat vor allem voll die immer Fähigkeit. Richtig, der kann nicht einfach sich so Dinger sammeln. Da muss ich das Ding mitnehmen. Ja, dann nehmen wir es einen Moment. Ja, das muss nämlich da vorne reinfallen, sonst kommen wir da nicht hoch. Jetzt, so du das was machst, macht das voll Sinn. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Weiß nicht, ob ich sonst noch gewusst hätte. So ein Flint-Teil. So, gehen wir hier wieder raus. Das ist einfach nur so eine Neben. Ja, das sind tatsächlich so alles Sachen, die muss man nicht machen, um das, die Story durchzuspielen, aber um halt 100% oder halt ja, Trophies zu bekommen, kann bzw. muss man das dann eben alles mitmachen. No. Ich denke mal, das war es jetzt auch mal erstmal für heute. Yeah. Ich mich mal umdrehen kann. So. Ja, morgen oder die
Tage irgendwie geht's weiter hier nach Uploadplan. Erstmal danke fürs Zuschauen und...